Guy de Brimont vom Hugonnet. Was muss man da vorher machen? Das Prozedere ist folgendes. Der Schauspieler kommt zu uns, wir machen einen Kopfabdruck. Dann haben wir das Negativ von seinem Kopf, dann gießen wir ein Gipspositiv. Von diesem Gipspositiv kann man dann verschiedene Duplikate machen, Schaumköpfe und so weiter. Und da werden dann Maßperücken angefertigt. Das ist der Helenia-Spezialgebiet. Um eine Perücke jetzt wirklich so umzusetzen, dass sie eine wirklich gute Typveränderung bewirkt, ist extrem aufwendig. Ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, aber wir haben sicherlich 20, 25 Anfertigungen von Vollperücken, Halbperücken, verschiedenen Haarteilen, die Verlängerungen machen und so. Und dann wird eben wirklich auf feinstem Tüll ein qualitativ hochwertiges Haar Stück für Stück, Haar für Haar eingeknüpft. Und um die Perücke fertigzustellen, bedarf das ca. 60 bis 80 Arbeitsstunden pro Perücke. Und bei den Enthauptungen baut man dann eine neue Form und baut den Kopf aus Silikon nach. Also so detailgetreu, wie es nur irgendwie geht, mit Augenbrauen stechen und Wimpern und gleiche Koloration. Und dann hat man den Kopf vom Schauspieler aus Silikon. Dann kann man enthaupten. Ja, was auch spannend war, und das war so eine Zusammenarbeit zwischen drei Departments, war das Brechen des Beines vom Guy de Brimont. Weil da hat die Ausstattung einen speziellen Stuhl bauen müssen, wo man sein echtes Bein versteckt. Mein Kostüm hat das auch korrespondieren müssen, damit man das falsche Bein mit seinem Körper irgendwie verbindet. Das Ganze musste schnell gehen, weil ein relativ großes Pensum an dem Tag. Und dass das alles irgendwie Hand in Hand läuft, haben wir sich da genau absprechen müssen, wie wir das machen. Wie halt ein echtes Bein auch funktioniert. Da sind Knochen drinnen, da sind Gelenke drinnen, da sind Sehnen drinnen. Dass wenn man mit dem Hammer drauf hat, dass das nicht einfach in der Mitte auseinanderbricht, sondern so reagiert, wie ein echter Fuß auch reagieren würde. Das muss man sich halt ausdenken, wie reagiert ein echter Fuß, wenn man mit dem Hammer einer draufkriegt.